Herzlich willkommen zu unserem Battlefield 3 Einjahres-Special und gleichzeitig unser 100-Video-Special mit Oscar. Ja. Juhu, ich bin auch da. Ja, wir werden über Battlefield 3 reden und über Battlefield 3. Ja, und Battlefield 3. Richtig. Ja, also, weißt du was, ich fange mal kurz an, ne? Ja, mach du mal. Ja, also, ein Jahr Battlefield 3 ist jetzt schon... Da, am 27. wurde es jedenfalls in Deutschland released und ich und Philipp sind die einzigsten aus unserem Clan, die das Spiel schon seit dem Release haben. Und ja, es ist halt ein Jahr rum, extrem viel hat sich geändert, es wurde gepatcht, geupdatet, es gab DLCs, Sachen, die dich zum Ausrasten gebracht haben und anderen Kram. Und die dich gefreut haben. Ja, auch. Und wir wollen euch halt daran erinnern, an die Leute jedenfalls, die schon die ganze Zeit dabei sind, was wir alles erlebt haben. An der Stelle will ich sagen, also ich habe in einem Jahr jetzt, ich guck mal kurz auf Battlelog, also ich habe insgesamt mein Leben, warte, es lädt. Also ich habe 356 Stunden meines Lebens verschwendet für dieses Spiel, würde jetzt RTL sagen. Aber ich sage, es ist einfach toll gewesen, ich habe noch Spaß damit und wir beginnen einfach mal, ne? Gucken wir noch bei mir nach. Bei dir, okay, warte mal kurz. Fang schon mal an zu reden. Ich muss irgendwas mit 200 irgendwas Stunden haben. Ja, Battlefield 3, angefangen hat es ja damit, naja, schon mit der Beta. Ich habe die Beta gespielt, nicht lang, das war glaube ich erst, also nur bis Level 5 oder 6 oder 7. Und das war nur Operation Metro. Ich habe nicht auf Caspian Border gespielt, aber es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mir sofort bestellt, vorbestellt. Aber ich weiß selber nicht, warum ich nur bis so wenig gespielt habe. Ich meine, das schaffst du eigentlich auch an einem Tag. Was ich noch sagen kann, war, dass die Hardware-Anforderungen viel höher waren, weil es ja in der Beta war. Ich habe auf niedrig gespielt und ich glaube, ich hatte so 30 FPS höchstens. Jetzt habe ich 50. Das hat übelst Fun gemacht. Einige Dinge fand ich besser. Zum Beispiel, dass das Siebenfachscope, das russische Siebenfachscope. Es war ein richtiges 3D-Modell, wenn du gescoped hast. Jetzt ist es einfach nur ein Overlay. Und ich finde das irgendwie scheiße. Ich finde, das sieht cool aus und besser. Und die haben das ja so gemacht, weil das ja als Sniper-Visier galt und deswegen haben die das komplett drüber gemacht. Und du hast 281 Stunden, also 75 Stunden weniger als ich. Ja, das ist auch viel, aber auch ein Unterschied, ne? Ja gut, du bist 10 Prestige unter mir. Oh, ja, was kann... Wie gesagt, also, laut der Rechnung 7 Stunden ein Prestige-Level. Ja, echt? Man muss natürlich auch noch einen bedenken, dass wir, diese ganzen Double XP-Scheiße, wo du gesuchtet hast und ich nicht. Ja, das muss man auch noch einbeziehen. Ja, ich hab's ausgenutzt. Battlefield 3. Also, wir fangen von vorne an. Am Anfang war die Skage richtig geil. Ich weiß noch, wie ich gesuchtet habe mit dem Ding. Das war meine Lieblings-Ingenieurwaffe. Die einzige, die ich gezockt habe. Und du? Ja, eigentlich auch. Ich habe die M4 aufgespielt. Also nicht die M4-1, sondern die Burst-Variante. Weil ich mochte das einfach mit dem Burst bei der M4 und sonst habe ich eigentlich auch die Skyhead gespielt. Dann kam halt der Patch, hat sie weniger Damage bekommen und dann war sie totaler Bullshit. Das ist leider wahr. Mit 34 Schaden wäre das so eine geile Waffe. Jeder würde sie spielen, oder zumindest, naja, nicht, wahrscheinlich nicht. Es wäre ja eigentlich so eine wie eine G3 gewesen, dann eigentlich. Es wäre das Gegenstück. Ja. Also das Ingenieur-Gegenstück. Ich liebe die G3, das ist meine absolute Lieblingswaffe. Allerdings erst seitdem sie 34 Schaden macht. Oder wann war das überhaupt wieder mit dem Patch, als sie so viel Damage gemacht haben? Das war doch schon ein bisschen. Der erste Patch, der erste große, das ist schon ewig her. Ja, echt? Ja. Das mit dem Korb ist ja auch schon eine Sache, ne? Weil am Anfang war das so total bescheuert gemacht mit Korb. Ich hab am Anfang von BF3 wollte ich sofort die ganzen Koop-Waffen haben, weil ich da die MP412 Rex gesehen habe und auch die MP7 und die wollte ich auch ausprobieren. Genauso wie die M93 EMR, glaube ich. Und die hat ja, das ist ja da das Nachgängermodell der M14. Und da ich die M14 so in Bad Company 2 liebe, dachte ich, dass sie auch so geil wäre.
Aber dann hat sich halt herausgestellt, erstens ist es nur für die Sniper-Klasse verfügbar und allgemein ist sie von den Statistiken nicht anders gewesen als die anderen. Genau, und ja, man brauchte für Koop extrem viele Punkte. Man hat, glaube ich, irgendwie pro Match, also war das überhaupt so, dass man hat ja nicht mehr Punkte bekommen, man brauchte einfach weniger, um die Waffen freizuschalten. Die Hälfte. Ja, die Hälfte, und das war total krass. Ich hab das alles freigeschaltet. Und dann eine Woche später kam dieser Patch, der das halbiert hat. Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Mhm. Weil das war wirklich schon krass, weil irgendwie, ich glaube, schon für die erste Waffe, ich glaube, das war die KH, da brauchtest du irgendwie 10 Matches, um die schon frei zu spielen. Das war zu krass. Wie gesagt, das hat doppelt so viel Lied, aber wie vorher. Nachher, meine ich. Ich weiß noch, wie ich einmal gespielt habe. Und da war ein Typ im Aimbot. Ja, ich hatte einen. Ich glaube, also bei mir war das so, ich habe einen Hacker gesehen. Nee, zwei. Oder? Ich weiß es nicht. Also bei dem einen war das so offensichtlich, weil das war auf Operation Firestorm und der ist gerade auf dem Hügel gegangen, also da wo die US-Seite ist. Und das war ein Versorger, der hat die ganze Zeit genoscoped und mich mit einem Schuss One-Hit gemacht mit der M249. Da wusste ich sofort, dass das ein Hacker war. Dann gab's noch mal so einen Vorfall, da habe ich Metro gespielt, Rush, und da war ein Typ, der hatte eine SKS mit einem 12er Scope und zwei Beinen und hat mich immer One-Shot gemacht, also auf den Körper. Und das hat er dreimal gemacht, dann habe ich den Admin angesprochen, ich sagte mir, bitte guck mal die Statistik an, und da hatte er eine SPM von 2600 auf dem Server. Ja, das mit dem Cheater war jetzt auf den Koop bezogen. Ich hab irgendwie eine Koop-Mission gecheatet. Oh. Ich dachte erst, der kann ziemlich gut aimen, aber dann hat er mir gesagt, dass er einen Aimbot benutzt, als ich ihn gefragt habe, wieso er so gut aimen kann. Ich hätte nicht erwartet, dass jemand im Koop cheatet. Nee, das ist ein bisschen arm, hat man auch nicht nötig. Man hat es sowieso nicht nötig. Cheater haben einen kleinen Penis. Oder kleine Brüste. Oh fuck, was ist passiert? Sorry. Gott. Boah, was gab's denn? Ja? Hast du die Schokolade nicht verschüttet? Nee, ich hab grad mein Schweizer Messer fallen lassen. Dein Schweizer Messer, ja, okay. Wie ging's weiter? Ja, es gab halt nochmal diesen gigantischen Patch, der nach einem Monat nach dem Release war. Da wurde das komplette Gameplay von BF3 eigentlich total verändert. Also nachdem der Patch veröffentlicht wurde und man das halt installiert hat und auf den Server gegangen ist, da war das so krass. Also es hat sich einfach anders angefühlt. Die Spielweise war total anders und man musste sich total angewöhnen, anders zu spielen. Weil am Anfang war das halt so ein bisschen so, ich kann jetzt nicht sagen, wie es war, aber es hat sich nicht so flüssig angefühlt. Also als wir dann BF3 gespielt haben mit dem Patch, dann war das ungefähr so, als ob man, ich glaube, es gab auch noch eine Ingame-Verbesserung, also mit den FPS. Also bei mir wurde das, glaube ich, so um 5 FPS erhöht und es hat sich auch flüssiger gespielt. Und es hat sich also von der Grafik her verflüssigt, aber auch, dass es ein bisschen besser lief. Also man hatte auch mehr Spaß, es war nicht so stotterig, man musste nicht die ganze Zeit... Ja, es ist einfach schwierig zu sagen. Es wurde einfach besser, flüssiger gemacht. Man hat einfach mehr Spaß. Ja, war bei mir auch so. Geht auch circa so 3 bis 5 FPS mehr. Das hat mich schon verwundert, aber ich bin einfach so. Wir haben uns irgendwelche Optimierungen gemacht. Ja, die machen das schon. Das ist ja eigentlich bei jedem Spiel. Die Anfangsphase ist immer. Ja. Nicht immer perfekt, man findet ja immer was voraus, dazu ist auch die Community da, dass die denen ein bisschen Feedback gibt. Apropos Community, finden Sie Battlefield 3 Community? Boah, kann ich nicht viel sagen, weil, also ingame-mäßig kommt drauf an, auf manchen Servern sind Leute wirklich richtig nett. Zum Beispiel, ich spiele oft auf deutsche Server, weil halt da der Ping am besten ist. Und ich hatte mal wirklich einen Clan-Server und die haben sich wirklich nett mit mir unterhalten. Ich bin auch bei den Dings in der Party gegangen bei BF3 und dann haben wir also in dieses Dings da, das ich eh nie benutze, weil ich Skype immer bin, aber
halt nur deswegen. Und dann haben wir dann zusammen gesprochen, wir waren in einem Squad drin und das war wirklich echt ganz nett. Wir hatten gute Taktiken, haben uns richtig gut unterhalten, als ob wir gerade so ein richtig stressiges Match hatten. Das ist ja auch das Schöne an BF3, wenn man so taktisch spielt mit Freunden, da kann man das schön einplanen. Jetzt gehst du mal links, da rechts, ich plante die Bombe und so weiter. Das macht ja auch total Spaß und das heißt ja auch nicht umsonst Teamplay, ne? Ja. Was man noch sagen muss, es gibt aber auch viele Idioten. Wirklich. Ja klar, wo es normale Leute gibt, gibt es auch Idioten, also das ist nicht ausgeschlossen. Ja, es gibt aber bessere Communities und schlechtere Communities, zum Beispiel Call of Duty. Die Community ist ja noch schlimmer als in Battlefield. Ja, Unreal Tournament! Ich will sie alle abknallen! Unreal Tournament, Oscar, wir sind hier bei Call of Duty. Nein, ich meine der Typ, der, weißt du, dieser so deutsche da. Ich will Unreal Tournament spielen! Ja, deswegen. Ja. Meine ich, ja, Call of Duty Kiddies. Also das sind sie. Ich habe mal, als ich MW3 gespielt habe, da hatte ich so ein 10-jähriges Ami-Kind. Ja. Boah, welche Patches gab es denn da noch? Es gab einmal. Also, ich kann jetzt mal kurz aufzählen, welche Waffen es so gab oder welche Patches es so gab, die entweder Waffen total scheiße gemacht haben oder total gut. Also, und Glitches auch. Also, ich glaube, ich fange mal am besten mit der mit der Farmers. Die Farmers hatte damals ja 30 Schuss und doppelt so viel Recoil wie heute. Also heute hat sie ja 25 Schuss, aber der Recoil wurde wieder auf den Standard gesetzt, weil Recoil es war so. Recoil ist übrigens Rückstoß, ne? Ja, auf Englisch. Wer nicht so begabt im Englischen ist oder keine Ahnung, nicht so gut halt im Englischen ist. Also am Anfang war es halt so, die hatte eigentlich ganz einigermaßen guten Rückstoß, konnte man glaube ich mit der 249 vergleichen. Und dann kam Patch, da hatte sie dann nur noch 25 Schuss und ungefähr, ich glaube, sie hatte den höchsten Recoil vom ganzen Game. Mit der PKP, glaube ich, weil die PKP hat ja auch sehr hohen Recoil. Also sie hatte extrem viel Recoil für eine Assault Rifle, zwar 10.000 Schuss pro Minute, aber trotzdem, es war einfach zu übertrieben. Es hat sich einfach nicht gelohnt im Vergleich zu den anderen Waffen. Dann zwei Monate später mit Close Quarters wurde sie dann wieder gepatcht. Sie hatte immer noch 25 Schuss plus einen in Lauf, aber der Recoil wurde dann wieder so gesetzt, dass es wieder handelbar war und es entsprach dann den Recoil, als sie damals auch mit Back to Carcass im Dezember veröffentlicht wurde. Ja. Große Patch gab es ja, wie vorhin angesprochen, die Square Age und die G3 wurden anfangs schlechter gemacht, von 34 Schaden auf 30 Schaden. Da waren beide eigentlich ziemlich scheiße, außer in Hardcore. Später wurde die G3 wieder hochgepatcht. Nur die G3, nicht die Sky-H. Die Sky-H ist nach wie vor scheiße. Also, finde ich. Die G3 ist allerdings eine ziemlich geile Waffe. Ich mag die Sky-H immer noch. Ich spiele die manchmal für Long-Range-Sniping, sag ich mal, ist sie ganz gut, weil sie hat ja nicht so eine hohe Feuerrate, weißt du, und da kann man die Schüsse ein bisschen mehr kontrollieren. Deswegen mag ich die AK auch eigentlich sehr oft, weil es hat einfach manchmal auch einen Vorteil, wenn man einfach weniger Schuss pro Minute hat, weil die Kugeln dann einfach lenkbar sind. Also man hat einfach mehr Kontrolle. Ja, ja, schon der Rückstoß ist kontrollierbarer. Allerdings die Sky-H, da kannst du auch einfach AKS spielen. Hat so ein kleines Magazin, das ist einfach scheiße. Deswegen spiele ich eigentlich hauptsächlich bei Engineer eigentlich G36, C und H21. M-Tar. Ja, M-Tar. Also beim Engineer spiele ich eigentlich am liebsten die G36C und die AKS-74U auch gern mit 3,4-fach. Mhm. Sonst benutze ich mal ein Cobra-Visier bei eigentlich so gut wie jeder Waffe. Außer bei den langsam schießenden. Also AK, AOG, AKS und ja, bei denen benutze ich lieber ein 3,4-faches Scope auf etwas größeren Maps. Ja, da geht's einfach besser mit dem Kontrollieren. Ja. Boah, was gab's denn noch? Es gab dann nochmal die Usas, die gab's ja auch früh, als sie noch mit Frag Rounds, weil es gab ja auch einen sehr großen Patch, da wo ziemlich viele Waffen gebufft und genervt wurde, auch komplett die Shotguns, dass Frag Munition
wenn die ausgerüstet ist, man mit der Shotgun nicht so eine hohe Feuerrate hat. Und bei der Usas war das halt so, sie hat extrem viel Schaden gemacht und mit Frickrons war das so, als ob da jemand mit einem Flammenwerfer auf dich ballern würde und die und du konntest wirklich den Typen, weil die Kugeln einfach gerade ausflogen, auch von was weiß ich wie vielen Distanzen umbringen. Und dann mit der Feuerrate, sie hat ja ungefähr so schnell geschossen, so bam 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 bam. Und ja, die Feuerrate wurde dann gepatcht, sie wurde dann viel langsamer und auch nochmal viel viel langsamer durch die Frag Rounds. Und es war auch immer grauenvoll auf den TDM-Servern. Also ich kann mich erinnern, ich habe einmal die Usas damals auch gespielt auf dem Server. Das war wirklich nur eine einzige Runde, die ich gespielt habe. Und ich habe, glaube ich, dann 90 Kills gemacht mit der Usas. Und sonst habe ich, glaube ich, bis heute irgendwie 150 Kills. Manchmal habe ich sie hin und wieder gespielt, aber erst nach dem anderen Patch, weil dann gab es nochmal einen Patch, da wo sie wieder ein bisschen mehr Feuerrate bekommen hat. Aber mit den Fragrounds war sie eigentlich genauso langsam wie vorher. Aber sonst kann man sie eigentlich noch mit Schrot und Slugs zocken. Also es geht. Es ist möglich, aber es ist jetzt nicht die beste Shotgun, aber für Close Combat ist sie eigentlich ganz gut. Apropos beste Shotgun. Meiner Meinung nach ist es die Spaß 12. Aber sie ist ein bisschen OP. Na, finde ich nicht. Och. Im Vergleich zur 870er, komm. Sie schießt schneller und ist genauer. Ich meine, was sollte. Es ist eigentlich nur vom Vorteil mit der 870er, dass in manchen Situationen, wenn du einfach no-scopest, der Spread die einfach den Arsch rettet. Ja, allerdings hat sie ein Padded weniger. Also, ihr müsst wissen, Schrotflinten haben nicht eine Kugel, sondern mehrere Kugeln. Pellets. Und jede macht einzelnen Schaden. Die halbautomatischen haben circa halb so viel wie die Repetierer. Nur die 870er hat 12 Pellets, während die Spaß 12 nur 11 Pellets hat. Allerdings hat die Spaß 12 schießt ein bisschen genauer. Also, ich mag sie mehr. Außerdem sieht sie cool aus. Was natürlich nicht so wichtig ist. Boah, was gab's denn da noch? Es gab einmal. Ich kann mich noch erinnern, die Javelin wurde mal gebufft. Ja. Die Igla. Bei der Igla war das ja auch so. Am Anfang hat sie jeden Jet One-Hit gemacht. Wirklich One-Hit. Ja, und gut. Dann wurde sie gepatcht und wurde sie so beschissen gemacht, dass man, glaube ich, vier Raketen gebraucht hat, um einen Jet down zu bekommen. Und wenn schon, hat man einer abgeschossen, dann hat er Flares ran gemacht und dann ist er eh schon weggeflogen. Und apropos Flares, damals wurden die nicht standardmäßig im Jet ausgerüstet. Nicht wie jetzt. Die musste man sich auch freischalten. Flares sind im Jet Standard ausgerüstet? Wie bitte? Flares sind im Jet Standard ausgerüstet? Also sie wurden gepatcht mit Close Quarters. Oh, wusste ich nicht. Ja, ich auch nicht, aber ich habe das auch erst vor einem Monat erfahren oder so. Ja. Aber ist so, weil ich hab letztens mal mit Dings gespielt, mit Max, und der hat mir erzählt, ja, das Einzige, was ich habe, ist Flares. Und da habe ich mich gewundert, wie hast du denn Flares? Du hast doch keinen einzigen Punkt im Chat gehabt. Und da hat er mir erzählt, ja, ich habe Flares. Und da habe ich nochmal in seinem Profil geguckt, und es ist standardmäßig ausgerüstet. Ja, gut. Das wusste ich nicht. Ja, ist ganz gut für Anfänger, weil die ganze Zeit nur mit einer Gatling Gun was zu machen, das ist irgendwie lame am Anfang. Du bist verloren, wenn du keine Flares hast am Anfang. Ja. Flieg nur ohne Flares oder ITM mit dem Jet rum, du wirst sofort abgeknallt und kannst dich nicht dagegen wehren. Und am Anfang bist du natürlich noch scheiße. Ich meine, ich bin jetzt immer noch nicht so gut im Jet. Und Anfänger sind absolut scheiße. Ich weiß noch, ich habe einen Freund, der kein Delphi 3 hat, Jet fliegen lassen, weil er es wollte, und er war so schlecht, ich meine, so unglaublich schlecht. Das hätte ich mir selber gar nicht vorgestellt, dass ein Anfänger so schlecht ist. Ich habe das eben mit der Steuerung so umgestellt, dass ich das mit dem Pfeiltasten machen kann. Ich bin schon dran gewöhnt, auch wenn man nicht genau lenken, richtig genau schießen kann wie mit den mit der Maus. Bin ich eigentlich ziemlich gut dran gewöhnt, und es ist einfach praktischer, weil man die ganze Zeit die Pfeiltasten ja gedrückt halten kann, und mit der Maus muss man die ganze Zeit nach oben ziehen, wenn man schnelle Bewegungen machen will, und das ist dann irgendwie praktischer. Aber ich mag das mehr. Ich bin auch dran gewöhnt, weil ich spiele auch Rennspiele drauf, und da habe ich schon ein bisschen Fingerfertigkeit sozusagen mit meiner Hand. Ich benutze die Maus. Ich habe auch ein Gamepad, allerdings, das ist auch nicht so präzise. Also man muss sich dran gewöhnen, vor allem wie als PCler.
Wir können mit dem Controller gar nicht umgehen. Als Controllero ist das natürlich einfacher. Allerdings, ich benutze lieber die Maus, sie ist präziser. Und das alles. Ja, was mit den DLCs, Oscar? Oh, gab's ja einmal, Back to Darkend, Close Quarters und a Morbid Kill. Ja, und zwei kommen ja noch. FTMF und Endgame. Ja. Ja. Ich hoffe immer noch. Back to Darkend. Back to Darkend fand ich eigentlich ganz gut. Halt neue Maps, ganz gute Waffen. Ja, die Maps waren mal was Neues. Hat man sich an die alten Zeiten erinnert. Die waren ja schön farbenfroh, was Neues. Auch meine eine Lieblingsmap, Gulf von Oman. Ja. Was war das? Naja, außer die Waffen war das eigentlich nur Crap, außer Dings. Gunmaster hat mir gefallen, beziehungsweise gefällt mir immer noch. Und manchmal spiele ich immer noch Operation 925 mit 24 Spielern. Das ist irgendwie auch aber lustig. Oh, gut, Operation 925 geht noch, weil die ein bisschen größer ist. Allerdings hat sie keine Fahrzeuge. Alle. Ich meine, die kleinen Maps, das passt einfach nicht zu Battlefield. Ich meine, Battlefield heißt ja Feld, Kampffeld, Schlachtfeld. Und das ist kein Schlachtfeld, das ist. Keine Ahnung, Bürogebäude. Aber es ist kein Schlachtfeld. Das ist ein Bürogebäude. Ja, ich meine auch die anderen drei Karten. Das ist ja einfach, das ist kein Schlachtfeld, das ist kein Battlefield. Ich glaube, die wollten das nur machen, damit sie was gegen Call of Duty haben. Also ich meine, etwas in der Hand gegen Call of Duty. Damit Leute auch von Call of Duty auf Battlefield umsteigen. Also, ja. Die Waffen waren auch ganz gut. Vom Spaß 12 gefällt mir. Die MP5K ist seit kurzem, also seinem letzten Patch auch wieder ziemlich gut eigentlich. Die hat 25, die macht jetzt 25 Schaden anstatt 20, ne? Ja. Die AOG spiele ich in letzter Zeit, weil die ist eigentlich ganz gut. Also ganz nett, sie ist so ein Mittelding zwischen M416 und AK74M. Mhm. Ah. Was gab's denn noch? Es gab einmal, als die MG36 noch eine Magazinerweiterung hatte, also die man schon freigeschaltet hat, dann hatte sie 200 Schuss, glaube ich, ne? Ja. Was ich dämlich finde, ist, das Beta 10 Magazin, ich meine, eigentlich in echt hat es 100 Schuss. Warum hat sie in Battlefield 3 nur 50? Das ist doch scheiße. Keine Ahnung. Wie gesagt, zum Glitch, die wollten halt das Magazin, die Magazinerweiterung für die MG36 rausnehmen. Und ja, haben sie dann auch gemacht. Aber dann ist dann Fehler aufgetreten und da hatte die RPK anstatt 45 200 Schuss. Und ja. Es war bestimmt nicht beabsichtigt, weil in einem so einem kleinen Magazin, das 40 Kugeln halten kann, da passen keine 200 Kugeln rein. Deswegen wusste man, dass es ein Glitch war. Und dann war sie einfach total overboard. Und weil wir alle wissen, dass Dyson Lichtgeschwindigkeit Patches rausbringt, war das ziemlich lange so. Ja, ich glaube so einen Monat oder zwei. Ja. Aber ich habe sie dennoch nicht so gern gespielt. Ja, ich schon. Bob, für diese, LMGs sind es ja nicht. Aber, du weißt, ich meine, einen schweren Lauf. Ganz oft reinschalten. Die Dinger sind ja scheiße unpräzise. Was eigentlich keinen Sinn macht. Weil, die M27 IAR, die hat höheren Rückstoß und ist ungenauer als die M416. Obwohl das Ding genau gleich ist, nur einen längeren Lauf hat. Und das heißt, das Ding ist schwerer. Ein längerer Lauf macht eine Waffe eigentlich präziser. Und je mehr Gewicht eine Waffe hat, desto weniger Rückstoß hat sie. Das ist Balancing. Und es ist eigentlich. Ich meine, Realismus ist mir scheißegal. Battlefield 3 ist nicht realistisch. Habt ihr schon mal gesehen, dass jemand einen Jetpilot aus seinem Jet rausspringt, den anderen Jetpilot, den verfolgt, abknallt und dann in seinen Jet reinspringt? Hä? Nein, habt ihr nicht, weil das unlogisch ist. Und Leute, die behaupten, Battlefield 3 sei realistisch und deswegen gut, dem wurde den Kopf geschissen. Das ist nicht so, das ist jeglicher Logik. Das ist genauso wie bei der FAT bei MW3, die hat eigentlich eine Feuerrate von 500 und ist Prototyp, der nie veröffentlicht wurde, trotzdem hat sie 1000 RPM.
Ja. Das ist dasselbe. Boah. Ja, das sind Balancing-Gründe. Ja, halt, dass alles da ist. Boah, aber sonst. Dann gab's halt noch. Welche Waffen gab's denn noch? Was gab's denn noch? Das ist eine gute Frage. Hätten wir uns vielleicht vorher überlegen sollen. Warte, mir fällt gerade nichts. Was hältst du von der Morris Kill? Ja, ist geil. Ich spiel's immer noch sehr gerne. Also, halt so sollte Battlefield sein. Viele Fahrzeuge, schöne große Maps. So wie man sich's vorstellt eigentlich. Ja. Hört man das jetzt nicht, oder? Das hört man, ja. Ja, egal, man hat das nur kurz gehört. Boah, also, ja. Was hältst du, was glaubst du, wie Endgame wird? Endgame, wie gesagt, ich hoffe, weil das kann ich mal an der Stelle sagen. Ich habe letztens ein Video gesehen auf YouTube. Alle Leute, die Albus Bounty kennen, also die Amortke-Map, da sind zwei Zwerge. Der eine ist in der Nähe von der D-Base, also da, wo das Gunship spawnt. Und das andere in der Nähe von A oder B, da wo ein Gartenhaus ist, also so ein Holzhaus. Man hat herausgefunden, wenn man beide Zwerge auf einmal abschießt, dann spawnt etwas in dem Turm bei D, bei diesem Golfball, also der Wetterstation. Wenn man dann nach oben halt in den Raum geht, dann steht da auf einem Tisch ein riesengroßes Ei. Es ist ungefähr einen Meter groß und auf dem ist gedruckt DICE, also das Logo DICE. Und deswegen, weil die haben ja ziemlich viele Andeutungen auch noch gemacht, also zum Beispiel bei Wake Island, sind ja überall diese Dinos verstreut. Und auch im Singleplayer, da hat einmal Mac Miller, also der Panzerfahrer in der Kampagne, der holt ja nochmal den Dino von seinem Jungen raus, also das steht ja vor der drauf. Und ja, deswegen hoffe ich immer noch, weil sie ja immer noch kein Dings, nichts für Endgame veröffentlicht haben, dass ich hoffe einfach, dass der Dino-Mode rauskommt. Also irgendwas mit Dinos. Ich hoffe es einfach nur. Ja, hoffe ich ehrlich gesagt auch. Ich meine, das wäre lustig, das wäre richtig lustig. Stell dir vor, du sitzt im Panzer und kann als Zombie. Dinos. Zombies, ja. Du wolltest schon Zombies sagen. Dino-Zombies. Ja, ob das möglich ist. Das wäre irgendwie lustig. So als Hommage an Call of Duty. Ja. Also ich bin mir aber ziemlich sicher, wenn die wieder sowas machen, also wenn die wieder, sag ich mal, so ein kleines Easter Egg einbauen und das in Aftermath, dann bin ich mir zu 100% sicher. Also dann würde ich sogar wetten. Also wenn die wirklich in allen, in drei DLCs Andeutung zu dem letzten DLC machen, dann muss es doch irgendwie klar sein, dass es eine Bedeutung hat. Weil in Close Quarters gab es jetzt keine einzige Andeutung, also mit den Dinos jetzt hergesehen, deswegen gut, kann man ja nicht so viel einbauen, ne? Die Maps sind ja nicht so riesig. Aber wenn die dann wieder eine Andeutung in Aftermath haben, dann bin ich mir ziemlich sicher. Und ich würde mich natürlich auch freuen. Ja, und Endgame, das klingt doch so wie das Ende ist nah. Die Zombie-Dinos kommen. Oder ja, nur Dinos kommen. So, und dann so ein Vierer-Squad. Und dann müsst ihr euch so ein Team, ungefähr Team Deathmatch großer Bereich der Karte und dann kommen da von der Seite immer Team Deathmatch an. Das wäre doch ein bisschen heftig, wenn da so ein Tyrannosaurus Rex kommt. Ich dachte eher so an Velociraptoren, Entschuldigung, falls ich das falsch ausspreche, die so 1,50 Meter groß sind. Sonst, wenn auch riesige Zombies sind, dann würde ich eher sagen so. So hast du wieder Zombies gesagt. Oh verdammt, ich meine natürlich Dinos. Entschuldigung. Dass es größer als Team Deathmatch sein sollte. Vielleicht auch die ganzen Karten. Also die ganze Karte. Allerdings sind viele Leute. Oder neue Karten. Ja, auf den Endgame-Karten. Ich bin allgemein dafür, dass jeder Modus auf jeder Karte kompatibel sein sollte. Außer natürlich Rush bei Close Quarters, weil das überhaupt keinen Sinn macht, aber. Verdammt. Jetzt wird draußen Staub gesaugt. Das hört man, oder? Nö, ich höre nichts. Gut. Was soll ich jetzt? Ja. Das war's eigentlich fast. Warst du sicher? Also mir fällt nichts ein. Ja, wir können unser Fazit halt sagen, oder? Ja, Battlefield 3 ist im Guten und Ganzen ein super duper Game. Es hat mir sehr Spaß gemacht im letzten Jahr. Allerdings in der Hälfte des zweiten Jahres habe ich es eher weniger gespielt, weil es einfach irgendwann langweilig wird, weil es hat zwar viele Möglichkeiten, wie man es spielt, aber letztendlich ist es immer das Gleiche und
Ja, ich hoffe, ich werde es in Zukunft wieder ein bisschen öfter spielen. Also bei mir halt, mir macht es immer noch Spaß, ich habe es gern gespielt. Bei mir habe ich auch eine einzige Pause gemacht, als dann Battlefield released wurde. Nach 2 Monaten habe ich dann aufgehört, weil ich habe euch ja vorher erzählt von diesem riesigen Patch, da wo sich das komplette Gameplay verändert hat. Das hat man schon gemerkt und es wurde langsam langweilig. Deswegen habe ich dann 3 Monate lang aufgehört und dann habe ich dann wieder angefangen zu spielen. Und sonst, ja, ist einfach ein tolles Game. Ich freue mich einfach auf die DLCs. Ich hoffe, sie werden gut. Und ja, wir haben ja einmal den Bogen gesehen im Trailer von Aftermath. Dann haben die auch zum Glück jetzt bestätigt, dass man jetzt endlich den Blaufilter per Kommando rausnehmen kann. Haben die zurückgezogen? Ja, schon wieder? Ja, die haben gesagt: Nee, machen wir doch nicht, ihr Penner. Leckt uns doch. EA ist unsere Mutti und sie hat Nein gesagt. Gott. Nee, aber trotzdem, ich benutze das halt immer noch. Mir kann es egal sein. Ja, tu ich doch auch. Dafür kannst du ja nicht gebannt werden. Das sagen die zwar, das haben die auch bei dem FXAA-Injektor-Mod gesagt. Aber du wirst dafür nicht gebannt. Das wäre sinnfrei, weil. Der bearbeitet die Spieldateien zwar nicht so wie der FXAA-Injektor, allerdings kann dasselbe auftreten, wenn die Dateien fehlerhaft heruntergeladen wurden. Und dann wirst du ja bekommen gebannt, wenn das. Ich meine, stell dir vor, das ist wirklich eine fehlerhaft heruntergeladene Datei und du wirst dafür gebannt, weil Origin die Datei fehlerhaft heruntergeladen hat. Und das ist ja nicht deine Schuld. Und dann würden sie dich bannen, weil sie einen Fehler gemacht haben und nicht, weil du einen Fehler gemacht hast. Das wäre doch Schwachsinn. Irgendwie schon, ne? Naja. Ja. Das war's. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Euer Master P. N5 ist. Ja. Ciao. Tschüss.